Der Hotel- und Gaststättenverband hatte geladen und rund 3.500 Wirte und Wirtinnen sind ins Festzelt auf dem Cannstatter Basen gekommen. Sie wollen Druck auf die Politik machen, die Mehrwertsteuer auf Speisen dauerhaft bei 7% zu belassen und nicht wieder wie vor Corona auf 19% anzuheben. Sonst, so befürchten sie, könne sich eine Normalverdienerfamilie kaum mehr einen Gaststättenbesuch leisten. Insgesamt hat der Verband im Vergleich zur Zeit vor Corona fast jeden fünften Betrieb verloren.